Aber diejenigen, die sagen, weißt du was, lass uns die gemeinsam anschauen und lass uns den Fokus drauf legen, auf die Lösung danach. Das sind wahre Freunde. In einer Welt voller Mythen und Geheimnisse lebte einst Asklepios, Sohn des Apollon und der sterblichen Koronis. Sein Schicksal führte ihn zum weisen Zentauren Chiron, bei dem er die Kunst der Heilkunde erlernte. Asklepios meisterte das Wissen um Kräuter und die Mysterien des Lebens und des Todes. Er wuchs heran und erlangte Fähigkeiten in der Heilkunst, die selbst die Götter beeindruckten, indem er nicht nur heilte, sondern auch die Toten wieder zum Leben erweckte. Seine Gaben stellten eine Herausforderung für das natürliche Gleichgewicht dar und warnten vor der Hybris, die natürlichen Grenzen zu missachten. Asklepios' Geschichte reflektiert hierbei den menschlichen Drang, über Emotionen und Begrenzungen hinauszugehen und nach Lösungen zu streben. Seine Legende symbolisiert die Transformationskraft der Lösungsorientierung und das menschliche Bestreben, des Unmöglichen möglich zu machen. Heute werden wir über das Thema reden, was denn wichtiger ist als deine aufhaltende Emotion. Es ist die Lösung. Und wir werden zwischen zwei Themen stark unterscheiden. Einmal emotional reden und denken und lösungsorientiert reden und denken. Der Unterschied ist hierbei immens wichtig, denn viele Menschen sagen, dass Emotionen sehr wichtig sind. Wir müssen verstehen aber, warum Emotionen wichtig sind. Emotionen sind wichtig, weil sie uns als Schutzmechanismus dienen, um in einem Moment des Überlebens auch richtig überleben zu können. Was meine ich damit? Wenn du Ekel empfindest, dann solltest du das, was du, wovor du dich ekelst, nicht essen, als Primat oder als Mensch. Warum? Weil das vielleicht giftig sein könnte. Ekel ist nicht umsonst da. Ekel kann sogar erlernt werden. Ja, bei kleinen, neugeborenen Kindern, die wissen noch nicht, dass zum Beispiel ihre Exkremente E. coli-Bakterien beinhalten, die tödlich sein können. Die sind sehr gefährlich für Neugeborene. Und es wird dann erlernt. Es gibt also einen affektiven Ekel und einen erlernten Ekel. Die sind wichtig. Also diese Emotion, Ekel. Dann gibt es natürlich auch Überraschung. Und Überraschung ist eine klare Emotion von einer Art von Pseudo-Schockstarre. Oh Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, diese Emotion ist auch wichtig. Das ist eine emotionale Reaktion. Also Emotion ist eine Reaktion auf eine Situation. Sie zeigt nichts anderes, wie dass wir in dem Moment noch gar nicht darüber nachgedacht hatten, was da passieren kann. Diese Emotion ist auch eine Reaktion auf eine Situation. Wut zum Beispiel ist eine Ermächtigungsemotion. Was meine ich damit? Dir wurde Macht genommen und du wurdest ohnmächtig. Und Wut hilft dabei. Wie beispielsweise bei einer Rebellion. Du hast noch nie zum Beispiel bei einer Rebellion gesehen, dass jemand gesagt hat, hey, lass uns hier mit Freude alles umschwingen und dementsprechend auch heilen und lösen. Nein, bei der Rebellion heißt es, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich muss das verändern. Man rebelliert. Ja, Wut ist eine Ermächtigungsstrategie, auch eine Reaktion auf eine Situation, die du nicht magst. Und genauso auch Trauer. Trauer ist nicht, ich bin traurig, oh je, was die meisten Leute denken. Wobei es nicht denken ist, es ist ein Einfall und er ist einfältig. Trauer ist, dass in einem Prozess des Überlebens jemand gegangen ist, der dir bisher auch geholfen hat, kognitiv oder körperlich, zum Überleben. Trauer ist nicht etwas Mystisches. Wenn jemand geht, der dich immer unterstützt hat, wie zum Beispiel deine Mama, dann trauerst du, weil ein Bestandteil aus der Gruppe verstorben ist und somit das Überleben vielleicht sogar erschwert. Und dadurch, dass du sehr viele bindende Hormone aufgebaut hast über die Zeit des Zusammenseins, ist das natürlich auch ein Verlust von Bindung. Und diese Bindung ist sozialer Natur. Das heißt, evolutiv gesprochen, es sind deine Emotionen, die oft an sich nur ein Hinweis auf etwas, aber nicht förderlich für die Lösung. Was meine ich damit? Wenn wir uns besinnen bei einem Streit, finden wir eher einen gemeinsamen Tenor, einen gemeinsamen Nenner und können dadurch
eine Lösung erwirtschaften. Achtung, wenn wir aber streiten, verursachen wir ständig nur weiter Streit und somit Emotionen, die uns im Weg stehen. Also folglich sind hierbei deine Emotionen nicht sinnvoll und absolut nicht leidtragend für deine Lösung. Wenn du aber beispielsweise eine Lösung sofort vorschlägst in einem Streit, werden die meisten Menschen dich nicht als authentisch empfinden und dich sogar als Feind empfinden. Das musst du aber in dem Fall klar für dich erklären. Warum ist das so? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn deine Emotionen von dem Gegenüber nicht validiert werden, versteht er dich nicht oder sie und somit haben sie keinen Zugang zu deinem Vertrauen. Du bekommst also von denen nicht das Vertrauen oder sie nicht von dir. Und wenn sie kein Vertrauen zu dir haben, kannst du nichts lösen. Das sieht man bei klassischen Beziehungen zum Beispiel. Sie kommt nach Hause, hat eine Schwierigkeit. Der Mann ist darauf ausgelegt zu lösen, weil er kann nicht auf seine Gefühle die ganze Zeit Acht geben. Er muss in dem Fall in dem Moment der Bedrohung, evolutiv gesprochen, eine Lösung finden und sofort reagieren. Das Dumme an der ganzen Sache ist, und das ist nicht bei jedem Mann so und nicht bei jeder Frau so, was ich gerade sage, ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass wenn er eine Lösung finden möchte, weil es ihm auch wehtut, wie er sie sieht, dass sie leidet, ist das das schlechteste Herangehen überhaupt bedeutet. In dem Moment muss er ihr erstmal zuhören. Und jetzt kommen wir zu einem Knackpunkt, der sehr gefährlich ist. Wenn ihr nicht richtig zuhört, wird er vielleicht sogar zu einer Bedrohung. Weil Emotionen sind Validierungsprozesse. Wenn sie also nicht validiert werden, haben wir hier ein Problem. Das heißt, es steht zwischen dir und der Lösung, deine Emotion. Sie steht dir dazwischen. Wenn er aber zuhört und den richtigen Moment nicht verpasst und dann sagt, lass uns doch jetzt gerne über das reden, was dich vielleicht erleichtern könnte, eine Lösung. Erst dann beginnen wir zu heilen. Nicht, indem wir die ganze Zeit in der Emotion rumpoolen. Wir poolen in der Emotion die ganze Zeit bloß rum, weil das der einzige Anhaltspunkt ist für den Fehler, der entstanden ist. Ich mache dir ein Beispiel. Du wurdest mal gehänselt und Jahrzehnte später wunderst du dich die ganze Zeit, warum du dich schlecht fühlst bei der Arbeit mit anderen Kollegen, die Witze machen, die du sehr offensiv findest. So, jetzt ist die Sache aber die, du findest die Witze sehr, sehr schlimm. Aber was du nicht die ganze Zeit weißt, ist, dass hinter der Emotion, dass du sie schlimm findest, diese Witze, dein Hänseln, dein Mobbing von damals immer noch in deinen Knochen herrscht. Das heißt, du hast keine Maßnahmen ergriffen, damals oder deinen Eltern, dich robust genug zu machen, verbal dich wehren zu können in dem Moment, ohne dabei jemanden anzugreifen, dass du heute immer noch diesen Folgefehler erträgst und nur die Emotion als Hinweis dafür hast und sonst nichts. Das heißt, wenn du jetzt dran stehst und sagst, meine Emotionen sind aber wichtig, löst du das Problem nicht damit. Was du damit in dem Moment die ganze Zeit machst, ist, du beschuldigst alle anderen, die diese Emotion erzeugen, und wunderst dich dann, dass nichts verändert wird. Und deswegen heißt es auch so schön, du musst dich verändern, damit sich auch deine Umgebung dementsprechend anpassen kann. Was meine ich damit? Wenn du wüsstest, wie du reagieren musst in dem Moment verbal, würdest du nicht mehr sagen, das verletzt mich. Du würdest sagen, das kriege ich hin. Das ist ein Unterschied. Und anstatt sozusagen anderen die ganze Zeit die Schuld zuzuschieben und somit deine Emotionen zu bestätigen, als alleine stehende Person, mach doch Folgendes. Du solltest manchmal auch, gerade weil Emotionen irreführend sind, oftmals und nicht zur Lösung führen, diese Emotionen hinterfragen und sagen, was bringen mir diese Emotionen? Aha, sie sollen mich schützen. Das ist der einzige Grund, warum sie da sind. Die negativen Emotionen sind nur dafür da, um dich zu schützen. Sonst wegen nichts. Sie werden dir keine Lösung bringen. Sie werden dich höchstens auflösen. Das ist alles. Du wirst ständig weiter in diesem Morast spielen und nicht auf einen schönen Nenner kommen. Deine Emotionen sind nur Hinweise, sie sind nicht die Lösung. Es gibt also zwei Möglichkeiten, daran zu gehen. Einmal, deine Emotionen zu validieren und weiterhin das Problem zu bestätigen. Oder die Emotionen mit Verständnis auffangen, sagen, das ist mir passiert, es tut weh. Ich verstehe, dass die Emotionen ein Schutzmechanismus sind. Wie kann ich das lösen? Lösung hierbei, wenn du zum Beispiel eine ehemalige Sache hast, eine Erfahrung, die da zu einer Emotion führt und dich ständig weiterfühlen lässt in diesem unmöglichen und dreckigen Morast,
dann darfst du dir die Frage stellen, was wäre denn die Lösung damals gewesen? Was ist der Fehler eigentlich? Das ist die eigentliche Frage. Was ist der Fehler? Und wenn du herausgefunden hast, was der Fehler war in deiner Vergangenheit, in diesem komischen Moment, als du dich nicht wehren musstest und konntest, als du dich nicht wehren konntest. So, jetzt habe ich's. Wenn du den Fehler herausgefunden hast, kannst du jetzt darüber nachdenken, was könnte ich denn tun, damit das nicht mehr passiert? Achtung, das aber lösungsorientiert und nicht angreifend in die Welt hinein. Alle anderen sind dran schuld, ich wehre mich gegen alle anderen. Nein, was hätte ich vollständig für mich machen können, damit das nicht mehr passiert? Und ich garantiere dir, dadurch wird dein Gefühl, / deine Emotion schwächer, weil du anfängst, dich in eine Richtung zu bewegen. Du wirst dadurch belohnt. Und ich gebe dir ein paar Gründe dafür, warum evolutiv gesprochen auch es sinnvoll ist, Emotionen für schön zu empfinden und wichtig, aber eher die Lösung zu präferieren. Nummer 1. Anpassungsfähigkeit. Evolutionär gesprochen überleben diejenigen, die Herausforderungen bewältigen können. Also lösungsorientiert, ja, zu denken. Lösungsorientierung ermöglicht Anpassung und Überleben. Das auch in Bezug auf deine Emotionen, die, Achtung, ein Ergebnis der Evolution sind. Sie sind dafür da, um zu reagieren. Stressbewältigung. Nummer 2. Lösungsorientiertes Denken reduziert Stress und Angst, weil du neue Möglichkeiten dadurch erzeugst. Da es auf konkrete Handlungen abzielt, anstatt die emotionalen chaotischen Situationen aufrechtzuerhalten. Nummer 3. Es fördert das Erreichen von Zielen, da es auf Ergebnisse und nicht auf emotionalen Zuständen sich fokussiert. Nummer 4. In sozialen Gruppen sind Individuen, die Probleme lösen können, angesehener, wertvoller und erhalten mehr Unterstützung. Achtung, das mehr Unterstützung kann man hier in Klammern setzen, damit es nicht verwirrend ist. Menschen, die ein Problem lösen können, werden eher kontaktiert als Menschen, die das Problem verschlimmern oder nicht lösen. Nochmal, Menschen, die ein Problem von dir lösen können, werden eher kontaktiert als die Personen, die es verschlimmern oder gleich belassen. Wenn du wüsstest, dass zwei Freunde, die eine Person hört dir nur zu und die andere Person hört dir zu und löst es mit dir, wen würdest du kontaktieren? Die Person, die es mit dir lösen kann. Weil du willst es ja gar nicht. Aber du willst trotzdem es validiert bekommen. Nächster Punkt. Das Gehirn entwickelt sich durch das Lösen von Problemen weiter, während das ständige Analysieren von Emotionen zu einer gedanklichen Sackgasse führen kann. Das meine ich jetzt aber nicht männlich, so von wegen Männer lösen gerne. Und weiblich. Frauen wollen nur über Emotionen reden. Es ist wichtig, dass Emotionen validiert werden. Achtung, aber es ist wichtig, dass du weißt, dass deine Emotionen dir oft im Weg stehen, dass du sie nicht so sehr validieren musst, sondern einfach nur, ich weiß, du willst es nicht hören, einfach nur dir selbst mal das Verständnis gibst, ach so, ich habe diese Emotionen und sie sind wichtig für mich und im gleichen Zuge brauche ich einen Lösungsansatz. Du kannst noch so sehr einen guten Rückenwind haben für deine Segel. Gegen Ende brauchst du einen Hafen, wo du hinkommen möchtest. Nächster Punkt. Lösungsorientiertes Denken kann zur psychischen Gesundheit beitragen. Ja, Hilflosigkeit macht dich krank. Langfristige Zufriedenheit ist hierbei der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte. Es führt zu nachhaltigerem Glück, wenn du dich auf eine Lösung konzentrierst und nicht dich ablenkst. Nein, die Konzentration auf eine Lösung. Das ist so toll. So, natürlich gibt es Schattenseiten, wenn man sich auf die Emotionen fokussiert. Teilweise habe ich darüber gesprochen. Hier noch ein paar Eckdaten. Du kommst nicht voran. Es gibt keinen Fortschritt. Du suchst wie ein Nörgler, während du emotional bist, nach einem Ausgang in einem Raum, der keinen Ausgang hat. Ich weiß, Nörgler scheinen so, als würden sie den Ausgang nicht suchen, sondern die ganze Zeit nur emotional rumpöbeln wollen. Sie bekommen dadurch wenigstens etwas an Bestätigung und das fühlt sich gut an. Doch Nörgler, wenn sie wirklich eine plausible Erklärung bekommen und somit den Ausgang finden und merken, dass der Ausgang ihnen Gutes tut, mehr als das Nörgeln selbst, sie werden es präferieren, auszusteigen.
Aber diejenigen, die zu lange das gesuchtet haben, dieses Nörgeln und diese Emotionen, werden dort verharren und bleiben wollen. Emotionsjunkies sind das. Und Emotionsjunkies sind hochgradig gefährlich für alle Menschen um uns herum. Diejenigen, die die ganze Zeit wütend sind und es lieben und es aufrechterhalten, dabei die Emotion Wut nicht arg zu lang dauert, emotional gesprochen. Oder diejenigen, die traurig sind, die ziehen ihre Mitmenschen auch runter. Und dann kommt Schamgefühl dazu. Das heißt, anstatt sich zu bewegen und zu sagen, du, ich fühle mich super traurig, kannst du mir kurz zuhören und lass uns gerne am Ende nochmal drüber reden, wie wir das lösen können. Sagen sie die ganze Zeit nur eine andere Sache, und zwar, wie schrecklich ihr Leben ist, oh Scheiße und Co., bla bla, oh je. Und die anderen, die wütend sind, machen genau das Gleiche. Du isolierst dich durch diese Emotionen. Du wirkst dadurch überwältigt und bist davon überwältigt. Dieser chronische Pessimismus führt absolut zum Morast die ganze Zeit. Du verstärkst damit neurotisch deine negativen Emotionen und wirst vielleicht sogar abhängig von der Bestätigung dieser. Es gibt viele Maßnahmen dagegen, aber die wichtigste Maßnahme ist, Validierung ist wichtig. Gib sie dir selbst. Such dir Menschen, die gerne dir zuhören. Aber such dir Menschen, die gerne zuhören und mit dir an einer Lösung arbeiten. Das bist du dir selbst schuldig und deinen Mitmenschen, die mit dir drunter leiden. Je mehr du dich auf die Lösung konzentrierst, desto einfacher wird alles in deinem Leben. Es ist keine Ablenkung. Die Leute, die sagen, lenk dich nicht ab von deinen Emotionen, sind diejenigen, die es selbst nicht lösen können. Aber diejenigen, die sagen, weißt du was, lass uns die gemeinsam anschauen und lass uns den Fokus drauf legen, auf die Lösung danach. Das sind wahre Freunde. So eine Person willst du auch sein. Mit anderen Worten, nicht durch Zorn, sondern durch das Lächeln tötet man. Gegen Ende bleibt ein Gefühl da, wenn du es gelöst hast. Dankbarkeit. Das ist keine Emotion. Sei nicht zornig emotional. Sei nicht traurig oder angeekelt oder überrascht. Sei die Person, die es lösen kann. Steigere deine Integrität. Das bist du dir selbst wert. Deine Mitmenschen werden es dir danken. Wer muss das hören? Du weißt Bescheid. Schick gerne diesen Podcast weiter. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, sag gerne Bescheid. Es gibt Maßnahmen, um viele Probleme da draußen zu lösen. Die Frage ist nur, wie sehr möchtest du deine Integrität steigern und wie sehr möchtest du deine Emotionen nicht mehr rechtfertigen und deine Lösungen präferieren? Ich freue mich auf dich. Empfehle diesen Podcast weiter und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Bis zum nächsten Mal.